Heute erwartet uns ein Rennen voller Action. Wir sind nämlich in Interlagos zum letzten Sprint in dieser Season und was soll ich sagen, es wird wieder gottlos, denn heute haben wir Hardcore-Regen im Sprint und ein Rennen, ja, das eher schwierig sich gestaltet, denn wir müssen gegen Lando Norris ran und deswegen, ja, ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi und hier gucken wir uns mal Interlagos genauer an. 4,3 Kilometer, 15 Kurven und auch zwei DS-Zonen machen die Strecke sehr brauchbar, überholbar und ja, natürlich, Aushängeschild ist Turn 1, 2, das Senna S, eine sehr tolle Hommage an den, ja, vermutlich besten Fahrer aller Zeiten, an Ayrton Senna. Also ich habe da wirklich keine Worte, er ist wirklich für mich der GOAT. Er ist der GOAT, kein Verstappen, kein Schumacher, kein Hamilton, er ist der GOAT. So, jetzt geht's aber mal los in die erste Kurve. Und Oscar Piastri ist immer noch unser Teamkollege. Ich hoffe natürlich auch, dass er vielleicht diesen Wochenende mal ein bisschen punkten kann. Verstappen jetzt aktuell auf den ersten Platz, wie auf den 15. Ja, das war nicht der beste Exit hier im Senna S. Wir können natürlich im Sprint ein bisschen was gut machen. Trotzdem sollten wir auch hier im Qualifying schon mal, ja, den Grundstein legen. 19. Platz ist echt schwach. Meine Stärken liegen aber eher im Mittelsektor, würde ich mal sagen. Und da kommen wir gut den Berg rauf. Das war strong 17. 15, 14, das war gut, spät reingebremst, 13, Halleluja, wie gut war das denn bitte? Das ist der 10. Platz und jetzt geht's dann runter in die, ja, da kommen wir sehr weit raus und da verlieren wir wieder ein, zwei Plätzchen, das ist natürlich gar nicht so gut. Der Exit ist verdammt wichtig für mich, ja, wahrscheinlich ein Schlüsselpunkt der Strecke, da kommen wir gut raus. Und ja, wie es aussieht, wird es der 14. Platz werden, oder? Ja, es bleibt beim... Ja, was, wir haben jetzt den 16. Mann, 17. Oh mein Gott, Alter, wo ist denn jetzt dabei sein? Gucken wir uns mal die Startaufstellung für den Sprint mal an. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Sainz, Perez, Fernando Alonso, Norris, Russell, Ocon, Bottas, Gasly, Stroll, Albon, Joe, Hülkenberg, Magnussen, der Wissenschaftler, Tsunoda, Doohan, De Vries, Sargent und Oscar Piastri. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Jo, das ist jetzt eher ziemlich gut. Hier haben wir Inters Time und das in Interlagos. Das passt doch irgendwie. Und los geht's hier mal ins Rennen rein. Ja, das ist schon Round 21. Wir haben nur noch Las Vegas und Abu Dhabi vor uns. Und ja, es wird interessant werden. Hier müssen wir uns unseren Weg durchbahnen. Es ist P14 geworden. Natürlich sind die regnerischen Bedingungen echt schwierig zu handhaben. Wo ich die Berührung mit Magnussen hier habe, ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist P14. Natürlich hoffe ich auf noch ein bisschen, ja, Luft nach vorne. Denn es ist eher semi-gut. Ja, hier halten wir uns noch zurück. Im Windschatten können wir uns aber immerhin hier in Lance Stroll ein bisschen dran saugen. Ja, hier den Berg rauf, da muss doch echt immer mit dem Gas triggern. Ich gehe da auch immer nur Halbgas und dann irgendwie drei Viertel. Und dann gehen wir hier rein an Lance Stroll vorbei. Das ist Platz 13 und das wäre schon mal ordentlicher Startplatz. Ich erwarte mir keine Punkte im Sprint. Das ist fix. Und ich glaube auch nicht, dass wir heute so das starke Paket haben, um Punkte zu holen. An Magnussen sollten wir alle mal vorbeikommen. Auch Bottas, glaube ich, ist possible. Nur Gasly ist halt sehr strong. Davor, glaube ich, ist Esteban oder so. Das ist das Alonso. Bin mir nicht sicher. Da gehen wir rein. Ganz spät an der Bremse. Die war aber nicht so wohl überlegt. Diese, ja, dieses Reinbremsmanöver. Da gehen wir vorbei. Und das ist jetzt mal der 12. Platz. Es ist wirklich schwierig, das Auto hier on track zu halten. Denn es ist kaum... Ja, guckt euch das mal an, wie die hier andrücken. Auf der Geraden sind wir so Kanonenfutter. Wir sind so langsam auf diesen Geraden. Es ist mir auch schon im letzten Rennen in Mexiko aufgefallen. Und es wird in Las Vegas vermutlich nicht besser werden. Aber jetzt müssen wir mal hier überleben. Interlagos ist jetzt auch nicht gerade eine, ja,
Slow-Strecke. Wir sind hier ab der drittletzten Kurve Full Speed und da musst du auch aufpassen. Hier auch müssen wir aufpassen auf die Track Limit. Trotzdem, der 12. Platz ist schon ordentlich. Jetzt sind wir 2,1 Sekunden hinten, liegt aber auch an dem Fight mit Lance Stroll. Und ja, jetzt müssen wir dranhalten. Runde Nummer 3. Wir konnten uns immerhin ein bisschen Luft verschaffen gegen Strolli. 1,3 Sekunden sind es an Gasly. Der wird ein bisschen von Valtteri Bottas aufgehalten. Und da konnten wir schön dran fahren. Wir haben auch zweimal die persönlich beste Zeit gefahren. Ich brauche die aber auch. Denn ich habe hinter mir zwei Aston Martins, die unfassbar schnell sind. Und die ja nur auf einen Fehler warten von 1,5 Sekunden. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hoffe auch, dass Bottas da weiter ein bisschen einbremsen wird. Trotzdem mache ich mir da nicht die größten Hoffnungen, denn ein Pierre Gasly ist da allemal schneller als ich. Ist vermutlich schneller. Wir sind in der 5. Runde und haben es hier ins theoretische DS-Fenster geschafft, das natürlich im Regen nicht gibt, und haben es raus aus Lance Strolls Windschatten geschafft. Also wir haben ihn abgehängt, würde ich mal sagen. Und sind jetzt gut hier dran. Bottas, man sieht es auch. Und auch, ja, ich weiß nicht, wer vor Bottas ist. Es wird Esteban Ocon sein. Die haben auch ordentlich abreißen lassen zum, ja, übernächsten Fahrzeug, zu McLaren. Und so heißt es jetzt hier freiwillig. Denn Pierre Gasly, glaube ich, könnten wir uns noch holen. Ein, zwei Runden brauchen wir noch. Auch seine Reifen sind nicht mehr die besten. Und wir werden hier auf jeden Fall volles Risiko. Obwohl 11. Platz, 12. Platz, das ist kein großer Unterschied. Nur die Seite ändert sich, aber punktmäßig bekommen wir sie nicht mal, wenn wir Esteban Ocon da auf den 9. Platz holen. Da bekommen wir nicht mal Punkte und unser Auto ist auch hier zu schwach. Und da sehe ich eine Lücke, will aber noch nicht reinfahren. Das wäre mir auch zu gefährlich gewesen. Wir waren da noch zu weit weg. Jetzt sind wir ganz nah an Pierre Gasly dran. 7. Runde, noch immer noch an Pierre Gasly. Nur jetzt lassen die Reifen auch ein wenig nach. Und ja, auch Lance Stroll reibt sich schon langsam in die Hände. Denn der kommt jetzt auch immer näher dran. Wir müssen irgendwas machen oder ja, keine Fehler mehr einbauen. Das ist natürlich generell ja die Regel. Jetzt hier raus, da kommen wir gut raus. Die Kurve ist wirklich strong. Und ich habe auch überlegt, weil es ist gestanden Regen und es wird zum Schluss trocken, auf Slicks zu gehen. Aber ja, bringt ja auch keinen Punkt und bringt gar nichts. Also da kannst du ja eigentlich auch gleich draußen bleiben. Jetzt hängen wir hier wieder hinter Gasly fest, der jetzt hier sehr sichtlich von Bottas eingebremst wird. Und ja, jetzt müssen wir halt einfach irgendwann mal was machen. Es ist einfach, ja, ein bisschen traurig. Wir kommen zwar nach und können zwar auch immer sichtbar hier dran fahren, nur halt das Überholen ist was ganz anderes. Und wenn du dann 4-5 Runden hinter demselben Auto mit demselben Abstand hinterher fährst, weißt du natürlich auch, wo der schneller ist, wo du Zeit verlierst, kannst das aber auch nicht ändern. Jetzt sind wir immerhin 4/10 dran. Ein guter Exit aus dem Sennes wird schon ordentlich helfen, um dran zu kommen. In die letzte Runde rein, voller Hoffnung, denn Bottas ist hier wirklich der Klotz. Aber es kann sich auch nicht Esteban Ocon richtig absetzen von Valtteri. Also ich würde jetzt auch sagen, dass Bottas nicht unbedingt der Klotz ist, denn sonst wäre auch Gasly schon vorbei gewesen. Hier gehen wir schon mal außen und signalisieren Gasly, yo Bro, wir sind auch hier. Und da haben wir einen unfassbar guten Exit, ERS on, und ich muss meine Chance hier nutzen. Vorhin schon gesehen, nur hier war es dann doch rutschiger als erwartet. Da sticht innen nochmal Pierre Gasly durch und wir gehen hier trotzdem innen vorbei. Das ist der 11. Platz und es hat sich dann doch ausgezahlt. Das Warten bis zum Schluss, es ist Startplatz 11, nicht 12. Wir haben ein bisschen Feinkorrektur begangen. Es ist trotzdem eher so ernüchternd. Es war aber auch eher der Startplatz schon beim Sprint, der uns da viel gekostet hat. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt die richtige Startaufstellung an. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Hamilton, Perez, Fernando Alonso, Russell, Norris, Ocon, Bottas, der Wissenschaftler, Gasly, Stroll, Magnussen, Hülkenberg, Albon, De Vries, Tsunoda,
Doohan, Oscar Piastri, Sargent und Guanyu Zhou. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Sutherland, hier sind wir nun im Hauptrennen von Brasilien. Let's go, großer Preis Brasilien in unserer F1 23 Season 1 My Team Karriere. Wir kommen welten besser weg als Lance, welten besser als Ocon. Nur jetzt hapert's wieder in Turn 1. Jetzt sind wir hier auch an Lando dran. Es ist trotzdem schwierig. Hier hinter uns wieder Stroll und Ocon. Die konnten wir aber im Trockenen einfach überholen, auf jeden Fall. Denn die Starts sind in dem Game auch wesentlich einfacher wie in den Vorgängerspielen. Hier sehe ich auch Alonso und auch Norrie, die kommen nicht schnell weg. Die hängt auch ein bisschen hinterher, weil Verstappen so ein bisschen den Bremser macht. Also Verstappen oder generell ein Red Bull ist hier unfassbar langsam. Und da gehen wir außen an Lando mal dran. Und da können wir innen, da lassen wir aber auch genug Platz, hoffentlich. Und hier dann, ja, sind wir außen. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir hatten schon die Nase vorne. Und Norrie gibt nach. Ich weiß aber auch, warum er nachgibt, denn er hat sowieso das stärkere Auto und wird heute uns auf jeden Fall mit Arbeit zu bombardieren. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen, denn ab Runde 3 wird schwierig werden. Wir haben heute 25 Runden zu absolvieren und Runde 3 wird meine Destination getten, um es mal so zu sagen. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Da rechts Max Verstappen aus Startreihe 1 neben Charles Leclerc, der von der Pole startet. Interesting, interesting. Die liefern sich auch einen interessanten WM-Fight, wo Verstappen aber auch die Karten, bessere Karten hat, die Nase vorn hat. Wir hatten auch einen guten Exit hier und dann fahren da hinten fast Stroll und Ocon zusammen. Das ist auch interessant. Runde 1 absolviert war interesting. Ja, interesting. Ich muss, ich war eigentlich ziemlich fair diesmal und da sieht man es aber auch wieder. Wir hecheln da schon wieder ein bisschen hinterher. Die McLaren sind immer noch um Welten schneller und da bin ich ein bisschen zu spät auf der Bremse. Gehe aufs Gras, aber das Gras lässt mich noch einen Ticken weiterfahren und das hat dann auch die Tür ein bisschen geöffnet, um trotzdem hier an Lando vorbeizugehen und der hatte genug Platz auf jeden Fall zum Atmen. Ich meine, ob es jetzt gereicht hätte zum schönen Leben, nicht, aber er hatte genug Platz, wir haben ihn jetzt auch nicht von der Track irgendwie runtergedrückt oder so. Fernando Alonso ist wieder eine eigene Macht, obwohl Norrie schon echt gut im McLaren ist, muss ich sagen, Fernando ist dann nochmal besser. Und er war schon im ersten sehr schwierig zu halten oder zu besiegen, aber jetzt hier McLaren ist das noch schwieriger. Wir sind aus dem DRS-Fenster rausgefallen gegen Alonso und jetzt drückt uns Lando schon an. DRS on, wir halten das ERS aber mal aus. Ich dachte mir, der kommt da nicht dran und der zieht da wirklich so spät vorbei. Es ist ein Wahnsinn, was für eine Pace manche haben, wenn die das DRS aufmachen. Das haben wir leider nicht. Also das ist im Audi noch nicht drin. Jetzt hier Runde Nummer 4 und wir lassen aber auch nicht nach hier. Ich will Norrie. Ich merke, heute ist nicht schon stärkster Tag oder auch dem Auto liegt die Strecke nicht so. Wir sind in der vierten Runde, können Norris auch mit richtig viel Pressure folgen. Also ich muss viel Pressure anwenden, um ihn zu folgen. Trotzdem, ich will Norrie heute überholen. Das ist, glaube ich, das Rennziel und natürlich nicht von den Hinterleuten überholt werden. Das wäre natürlich der Worst Case. Trotzdem, Norris ist heute nicht so extrem stark. Ich hoffe natürlich auch, dass wir den achten Platz holen können. Das wären vier unfassbar wichtige Punkte in der Konstrukteurs-WM und gerade in so einer Season. Ich freue mich dann auch schon auf die nächste Season. Vielleicht können wir dann schon das erste Mal immer Punkte anpeilen. Wir hatten ja wirklich 4-5 Rennen, wo wir gar nicht die Chance hatten, irgendwie Punkte zu holen oder generell in die Top 10 zu kommen. Und da wäre es dann schon cool, wenn man wirklich so ein bisschen ein Auto hat. Dann war der Exit verdammt schlecht. Er hat dich übersteuern, weiß ich nicht. Und da drückt mir, ich habe zwar noch das DRS, aber der Lancy, der ist so schnell. Und vorm Scheitel sind wir knapp vorne. Da wollte ich aber innen jetzt auch nicht zu stark zumachen. Da gehen wir lieber ein bisschen weiteren Winkel. Da bleiben wir aber vorne und sind jetzt einen Ticken aus dem DRS-Fenster gefallen. Ich muss im Mittelsektor ein bisschen pacen, viel schneller machen, um hier eventuell noch an Lando dran zu kommen. Das hat gelangt hier.
9 Zehntel, eine Sekunde, es ist knapp. Wir sind auch auf Augenhöhe. Ich würde trotzdem sagen, der McLaren ist ein Ticken besser. Jetzt sind wir in Runde Nummer 10, haben Lance aus dem DS-Fenster rausgeschlagen, hängen aber im DS-Fenster von Lando Norris, der nur noch eine halbe Sekunde vor uns ist. Und dieses Rennen, ich merke schon, es wird ein Fight hier um den 8. Platz. Und das macht Spaß, wenn man endlich mal Material hat, mit dem man ja konkurrenzfähiger ist. Alonso auch nicht so weit weg. Ich meine, wir haben hier schon 10 Runden hinter uns und der ist nur 3 Sekunden weg. Und der hängt auch wirklich in einem richtigen Rast, also in einem richtigen Zug drin mit einem Mercedes, mit einem, also die sind all in all vielleicht 10, 11 Sekunden weg. Das hatten wir manchmal schon in Runde 3, 4, dass die 10 Sekunden weg waren. Also diese Strecke gefällt dem Audi echt gut, liegt aber vermutlich auch an dem DRS, das uns Norris immer wieder hier gibt und durch das wir immer wieder auch so schnell fahren können wie er, denn unser Auto ist ohne Roll noch immer noch eines, ich glaube, der langsamsten auf Start und Ziel. Wir hatten zwar in Monza echt einen guten Topspeed-Wert, aber die Beschleunigung ist es generell so ein bisschen schwach auf den Geraden und das fällt mir immer wieder auf. Es war in Katar schon so auf Start und Ziel und jetzt auch hier, wir carryen Norris, wir gehen gleich wie er rein. Ist natürlich jetzt oben steht 85 rechts, obwohl unten eine ganz andere Pace steht. Okay, das war sehr weird. Das ist ein kleiner Bug anscheinend. Ich hoffe, bitte verkackt es nicht, Jungs. Wir müssen da wirklich... Mach es so spät wie möglich hier mit A. So, das geht gut. Das geht sehr gut. Da kann... Nein, Mann! Es ist immer dasselbe mit diesen Idioten. 3,8 Sekunden. Ich weiß natürlich, dass wir ein Anfängerteam sind. Aber warum kann dieser Boxenstopp nicht einmal gut funktionieren? Wir verlieren hier on... Mann, das ist so schade. Wir verlieren in der Box so viel Zeit an Lando Norris. Und das ist wirklich, da muss ich auch gucken, ob der Flügel nicht hin ist. Es ist einfach so blöd, dass man wegen so unnötiger Scheiße so viel Platz verliert. Da fliegen wir aus dem DS-Fenster raus und ja, wir hätten da wirklich eine Chance gehabt, gut dran zu kommen. Und es ist wirklich bitter. Das ist so schlecht, wenn das passiert. 2 Sekunden immerhin und jetzt ist Pierre Gasly hinter uns mit Esteban Ocon, also die Alpine Gang, die Franzosen dahinter mir. Und ich muss noch einen Ticken drauflegen. Es sind 2 Zehntel, die mir hier fehlen. Wir gucken uns einmal die Replay an. Und das ist dann gegen Lando Norris. Hier waren wir echt nah dran. Das war ganz, ganz knapp in Runde Nummer 3. Doch das DRS hat uns doch nicht stark geholfen. Der DRS-Effekt ist wirklich, ich glaube, das ist auch der Ground-Effekt oder so, der da noch mitwirkt. Der ist so schwach bei diesen Audi. Also manche sind da wirklich 20, 15, 20, 25 km schneller. Und wir sind da kaum schneller. Es ist so langsam mit dem DRS. Also da fehlt es noch ein bisschen an Aero irgendwie. Da war auch Lance ganz, ganz knapp dran. Ich wusste auch schon, wie ich das Senna erst rausgefahren bin, dass das echt knapp werden wird. Da waren wir vorne, aber natürlich... Ja, da gab es die leichte Berührung mit seinem Vorderreifen, mit meinem Hinterreifen. Und als ich das gespürt habe, habe ich da direkt die Lenkung aufgemacht und ja, deswegen da auch ein bisschen in die Strecke gekommen. Aber ist auch okay. Seien sie jetzt mit den weißen Reifen eine Genius-Strategie von Ferrari auf jeden Fall. Und das erste Mal, dass das DS hier was bringt, 343. Ich kann nur nicht in die erste Kurve reinhalten. Es ist kaum möglich hier zu überholen. Jetzt geht es dann raus aus dem Senna. Der Exit war gut. Jetzt im Windschatten im DRS, ERS on und DRS jetzt auch on und im Windschatten und auf das habe ich jetzt über 15 Runden hingearbeitet. Wir sind an Lando Norris vorbei und ich hoffe natürlich, dass wir das halten können. Es war so strong und es war so schwierig, aber wir haben es hier geschafft, an Lando vorbeizugehen. Es ist ja einfach wie wenn ein Fels von dir runterfällt. Es hat wirklich so unfassbar Spaß gemacht, so viel Pressure auszuüben, so viel zu pushen, dass man eben dran bleibt. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir aus dem DS-Fenster rausfahren können und wir müssen jetzt auf Lando aufpassen. Denn 6 Zehntel schafft er safe mit dem DRS und wenn er es nicht schafft, dann hat er auf der nächsten Geraden dann direkt wieder DRS und das könnte interessant werden. 8 Zehntel, glaube ich, sollten aber noch reichen, um ihn hinten zu halten. Da war auch die letzte Kurve entscheidend und die war gut. Die war ordentlich ausreichend, dass wir ihn da hinten halten können. 18. Runde, selbes Bild nochmal. Diesmal ist Lando viel näher dran und zieht da direkt an uns vorbei.
Das ist natürlich, ja, bitter, wenn du da so lange dran arbeitest und Lando dann einfach vorbeifährt. Das ist halt echt schade. Ich hatte nur hier auch einen guten Exit, das war gut. Ich glaube nicht, dass wir hier ranfahren noch können. Nein, das reicht bei Gott nicht. Da ist auch unsere Beschleunigung wieder etwas zu schwach. Trotzdem wird das jetzt wieder interessant werden. Und ja, das öffnet natürlich auch die Türen für Gasly, für Ocon, die auch schon 6 Zehntel aufgeholt haben. Und ja, ich muss jetzt hier, es ist, ach man, das ist schade, dass wir hier trotz Fleißes nicht belohnt wurden. Wir haben noch 6 Runden, nur die Reifen werden schon langsam tot. 20. Runde, wir sind wieder ganz nah an Lando Norris dran. Unter 2 Zehntel und ja, da gehe ich jetzt mal rein, ganz harsch. Ja, das war jetzt nicht gerade vielleicht der sauberste Move, vielleicht nicht der beste Move. Trotzdem muss ich sagen, es war zu diesem Zeitpunkt, wir hatten so einen Überschuss und war noch nur eine knappe Zehntel hinter ihm. Also mit dem hätte er rechnen können. Jetzt halt wieder aufpassen, dass da nicht direkt der Konter am Start und Ziel kommt, denn er ist wieder nah dran, nah in Schlagdistanz. Es sind nur 5 Zehntel. Ja, ich habe mir auch viele Jahre aufgespart. Boah, komm, wir werden in die Strecke, das war gar nicht gut, aber ich glaube, das sollte noch reichen. Wir decken diesmal auch innen ab, denn ich bin nicht dumm. Und jetzt gucken wir uns die restlichen Replays an. Da haben wir diesen Nachkonter von Lando. Da wollte ich auch links verteidigen. Blieb ich da noch links und ja, da ist er außen einfach vorbeigegangen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,3 Sekunden. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Wir haben es tatsächlich auf den 8. Platz ins Ziel geschafft. Was für eine Leistung. Es war ein hartes Rennen, hat aber ordentlich Spaß gemacht gegen Lando. Gucken wir jetzt mal die Siegerehrung an. Tolles Rennen, wie erwartet. Und ein fantastischer Sieg hier in Interlagos. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Max Verstappen gewinnt auch hier wieder und ja, setzt seine Weltmeisterschaft weiter fort. Das ist ein Wahnsinn, was der da leistet. 8. Platz, wir haben auch das Maximum rausgeholt. Leider ist Oscar eher schlechter ins Rennen gekommen und Verstappen führt mit 21 Punkten Vorsprung vor dem ja, vorletzten Rennen in Las Vegas. Das wird interessant, aber ich denke mal auch, dass hier die Weltmeisterschaft schon gegessen ist, zumal auch Hamilton ja heute kaum Punkte gemacht hat. Leclerc, der Zweiter geworden ist, ist sogar 76 Punkte hinten. Also ja, Konstrukteurs-WM ist auch knapp, aber da haben wir heute gegen den Aston Martin wieder gut Punkte gemacht. Gut auch, dass der hinter beiden Alpinen nur Zehnter oder so geworden ist. Also hat er auch nur all in all einen Punkt geholt. Nein, withdraw. Der ist nicht mal in den Punkten gewesen und auch der Zweite Aston war nicht in den Punkten. Also da konnten wir halt wieder 4 Punkte gut machen und weiter so. Die Astons sind schlagbar. Ja, das war mir klar. Die Rivalität ist, glaube ich, hier schon verloren. Ich hoffe auch, dass ich dann das nächste Mal einen Gegner bekomme, der realistischer ist. Sowas wie Norrie wäre toll. Sowas wie Gasly, sowas wie Ocon. Das sind Fahrer, gegen die ich fahre und nicht gegen einen Charles Leclerc. Ich meine, der kommt mit einem Vorsprung von 0,30 Sekunden vor mir ins Ziel und da kann ich jetzt auch nicht irgendwie das Gute reden. Wir holen die 400.000. Wir haben einen Punkt verdient und verdiene als, ja,
Rennen mindestens einen Punkt, als Team mindestens einen Punkt. Das haben wir auch geschafft. Da geht es rauf auf 7,6 Millionen. Und ja, für heute war es das mal, Leute. Ich freue mich extrem, denn das Rennen war sehr toll. Hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hatte sowas noch nie in einem Rennen, dass ich wirklich so lange auf einem hohen Level gegen jemanden fighten konnte. Zumindest aktuell nicht mit, ja, mit den MyTeam-Autos. Und da ist es noch viel besser. Wir werden noch einmal alles austauschen, denn es sind dann nur noch 2 Rennen. Und ich glaube, auch 2 Rennen sollten diese Komponenten easy aushalten, denke ich mal. Oder? Ja, ich denke mal, 2 Rennen sollten die Komponenten aushalten. Wenn nicht, tauschen wir wieder zurück zu den Älteren. Aber da bin ich auch sehr stolz. Wir mussten nur einmal strafen und das auch nur, weil ich dann, ich glaube, einen ES hatten wir da zu wenig. Für heute war es das auch mal, Leute. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein Däumchen oben freuen. Es geht morgen nach Las Vegas oder übermorgen. Ich freue mich extrem, das Debütrennen in, ja, der Glücksspiel. Ja, Stadt. Ich freue mich wirklich. Es wird toll. Und abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Wir haben die schnellste Rennrunde in Brasilien gehalten. Und schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs Zugucken.